Süßwassertümpel. Lebensort für Millionen von Kleinstlebewesen. Eines von ihnen ist die einzellige Grünalge Chlamydomonas reinhardtii. Sie bewegt sich mit Hilfe zweier Flagellen wie ein kleiner Brustschwimmer fort. Dorthin, wo sie günstiges Licht für die Photosynthese findet. Phototaxis nennt man dieses Orientierungsverhalten. Die Lichtinformationen aus ihrer Umgebung nimmt die Alge dabei mittels eines orangefarbenen Augenflecks wahr. Dabei entsteht ein Signal, das zur Änderung des Flagellenschlags und damit der Schwimmrichtung führt. Bei dem Lichtsensor im Augenfleck der Alge handelt es sich um ein Rhodopsin. Rhodopsine sind eine weit verbreitete Klasse von Chromoproteinen, also Proteine, die mit einem Farbstoff gekoppelt sind. Auch der Lichtsensor in den Sehzellen des menschlichen Auges ist ein Rhodopsin. Die Sehzellen der Netzhaut. In ihrer Zellmembran ist das Rhodopsin verankert. Es besteht aus 7 spiralförmig gewundenen Proteinabschnitten, welche die Membran durchspannen. Im Inneren dieses Proteinkomplexes sitzt eine kleine, aber essentielle chemische Verbindung, das Retinal, ein Vitamin A-Abkömmling. Retinal ist der lichtempfindliche Farbstoff des Rhodopsins. Werden Lichtquanten vom Retinal absorbiert, ändert sich seine räumliche Anordnung. Aus dem passiven 11-cis-Retinal wird das aktive Altransretinal. Die durch das Licht ausgelöste Konformationsänderung des Retinals ist der Startpunkt einer aus verschiedenen Molekülen bestehenden Signalkaskade. Sie führt letztendlich zum Schließen bestimmter Ionenkanäle in der Zellmembran. Ist der Mechanismus bei Chlamydomonas der gleiche wie im Auge des Menschen? Das ist interessanterweise nicht der Fall. Hier wird ein Altransretinal durch Licht in sein 13-cis-Isomer überführt. Das löst nun direkt eine Konformationsänderung des Rhodopsins aus. Dabei rücken die Proteinhelices auseinander, sodass Calcium und andere positiv geladene Ionen von außen in die Zelle hineinströmen können. Das Rhodopsin selber ist hier also der Kanal und wird daher auch Channel- oder Kanalrhodopsin genannt. Diese direkte Kopplung macht die Signalleitung extrem schnell. Deutlich schneller noch als die im menschlichen Auge. Die Rückkehr in den Dunkelzustand erfolgt rein thermisch. Die Kanalpore schließt sich wieder und der Ionenfluss wird unterbrochen. Im menschlichen Auge hingegen wird dafür ein Enzym benötigt. Neuerdings schleusen Optogenetiker Gene für die lichtgeschalteten Ionenkanäle in Nervenzellen. Die Optogenetik verbindet also Methoden der Optik mit Gentechnik. Im Erbgut der Nervenzelle wird somit das betreffende Gen in eine mRNA überschrieben. Anschließend wird es an den Ribosomen in ein funktionsfähiges Protein übersetzt. Die Zelle produziert dann gezielt die gewünschten lichtempfindlichen Ionenkanäle. Vitamin A, die Vorstufe des lichtabsorbierenden Retinals, ist in Wirbeltierzellen meist schon vorhanden. Channel-Rhodopsin reagiert am stärksten auf blaues Licht. Nur dann öffnet sich der Kanal. Positive Ionen strömen in die Zelle. Das führt zur Depolarisierung. Aktionspotenziale werden ausgelöst. Durch das Ein- und Ausschalten der Kanäle lässt sich somit das Kommunikationsverhalten der Nervenzellen gezielt beeinflussen. Sind die Channel-Rhodopsine in Zellen des Gehirns und Nervensystems exprimiert, können Forscher das Verhalten studieren. Vielversprechende Tests an Mäusen wecken die Hoffnung, dass die Optogenetik sogar noch mehr leisten kann und eines Tages vielleicht auch Blindheit behandelbar macht. Möglich gemacht hat dies eine kleine Alge. Die Neurowissenschaften hat sie damit schon heute revolutioniert.